Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler da draußen, hier zurück zu Project Zomboid. Wir sind hier immer noch zusammen unterwegs mit Lucky Loot und haben seit dem letzten Mal einen Generator aufgestellt, den ich aber noch nicht in Betrieb nehmen konnte. Und ich habe mir das Ganze jetzt hier nochmal ein bisschen zu Gemüte geführt und muss ganz ehrlich sagen, ja, also ich weiß nicht, warum es nicht funktioniert hat. Ich kann nur höchstens nochmal versuchen, den Generator nochmal an eine andere Stelle zu parken, weil er aus irgendeinem Grund von mir da nicht richtig konnektivitiert werden konnte. Also verbunden werden konnte. Ihr wisst, was ich meine. Die Konnektivität konnte nicht hergestellt werden. Und das möchte ich jetzt hier gerade eben nochmal prüfen gehen, ob ich das nicht vielleicht doch noch irgendwie hinbekomme. Denn eigentlich habe ich alles richtig gemacht. Also es gab einfach nur nicht die Option, Generator verbinden. Und ich muss einfach rauskriegen, wo ich das Ding hinplanten kann oder muss, damit das geht. Da Zombies? Nö, sind keine. Gut. War mir gerade eben nicht so sicher. Fangen wir mal an zu schleichen. Jetzt sind wir nämlich hier in der kritischen Zone. So, hier, genau, da stehen nämlich schon wieder welche, die wir eigentlich hier nicht haben wollen. Vielleicht muss ich einfach wirklich eher so da drüben damit hin. Prüf's auf jeden Fall jetzt hier nochmal. Wie gesagt, im Grunde muss ich jetzt eigentlich nur da hingehen und dem Generator sagen. Ihr seht, es geht halt einfach nicht. Generator Info, Generator nehmen, Generator anschalten. Generator Info. Ja, das ist aber nicht das, was ich will. Generator nehmen. Packen wir ihn halt mal dahin. Ist das der richtige Ort? Generator fallen lassen. So, und jetzt? Es ist halt nur die Generator-Info. Okay, ich nehme ihn nochmal. Der Generator hat ja eine gewisse Range. Generator fallen lassen. Okay, ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Das sah halt auch in. Also, ich habe ein Video angeguckt. Da gab es halt diese eine extra Interaktionsmöglichkeit. Und ich weiß, dass ich das Generator-Bedienteil gelesen habe. Aber ich kann es auch gerne nochmal lesen. Muss ich hier vielleicht irgendwie das Haus irgendwie verbinden damit? Nö. Nö. Keine Ahnung, was der Scheiß soll. Auf jeden Fall müssen die jetzt hier erstmal kurz weg. Oh Gott, die sind so nah. Na, großartig. Hinten kommt zum Glück keiner. Jetzt muss ich die hier alle wegräumen. Sonst rennen die mir halt ewig hinterher, ne? Wow, hau ab. So. Nicht gerade hilfreich, dass sie auch so grün ist. Ganz im Ernst, ich räume die jetzt alle weg. Die sind einfach viel zu nah. Wenn es nach mir geht. So, erledigt. Kommt der nächste. Ich mich gerade nochmal zurück, dass ich nicht zu viel pulle. Ah, nett, Beta-Blocker. Könnte ich vielleicht gleich noch an mich nehmen. Und down it goes. So, Beta-Blocker darüber. Hier ist sonst nichts. Ja, die drei. Oh. Ey, es ist. Ey. Habt ihr diese Distanz gesehen, trotz Schleichen? Ich habe echt das Gefühl, jeden Tag sehen die mich einen Meter weiter weg. So, erledigt, 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 erledigt. Nur kurz prüfen.
irgendeiner von denen was Sinnvolles dabei hat. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, was hier das Problem ist. Es ist mir ein Rätsel. Im Zweifelsfall muss ich auch nochmal mit irgendjemand aus der Community sprechen, der davon Ahnung hat. Das habe ich wahrscheinlich dann schon längst getan, wenn diese Folge rauskommt. Da steht ja auch einer rum. Aber es ist auf jeden Fall eine spooky Angelegenheit. Vielleicht fehlt mir auch noch irgendwie ein Skillpunkt oder sowas, aber eigentlich, also ich habe nachgelesen, also es steht nicht irgendwie dran, dass man jetzt irgendwie einen Punkt 2 oder 3 Elektronik dafür braucht. Also zumindest in keinem dieser Guides, die ich mir jetzt gegeben habe. Ich habe mir extra Guides gegeben, Freunde, zu dem Thema. Warum bin ich jetzt angeblich leicht überladen? Oh, fuck my life. Es sind schon wieder welche hier auf meinem Rasen. Ich habe gestern aufgeräumt und jetzt schon wieder, ne? Die Distanz, wie sie mich halt einfach wahrnehmen. Egal, sehr, dass die Beschreibung für den Apokalypse-Modus ist halt sowas von irreführend. Also der ist so mega krass irreführend. Ja, ja, auf Schleichen kommt's an. Nö! Das ist der Modus, wo du am allermeisten kämpfen musst, wenn du irgendwas erreichen willst. Denn Schleichen bringt hier nichts. So, absolut nichts. So, gehen wir mal nochmal zurück. Ich meine, ich finde es okay, ich finde es bloß irreführend, ne? Also... Wenn du dich halt dann darauf verlässt, dass es darum halt geht und dann geht es halt eigentlich gar nicht mit Schleichen. Denn ganz im Ernst, wir haben halt schon Schleichen 4, fast 5 und trotzdem sehen und hören die uns im Nebel. Also sorry, die haben Röntgenblick, diese Zombies. So. Ich schaue mir jetzt nochmal dieses Teil an. Dieses Generatorteil. Im Zweifelsfall... See, im Worst Case kann ich das da gar nicht anschließen. Aber warum kann ich das dann da nicht anschließen? Ich finde das halt total doof, wenn das jetzt nicht klappen würde. Es wird mir halt komplett eigentlich den Spielaspekt kaputt machen, auf den ich jetzt hier einen Monat lang hingearbeitet habe. Also gut, Betriebsanleitung für Generatoren. Bereits gelesen. You can see it here. Ich kann es auch gerne nochmal lesen. Nur damit wir uns da einig sind, dass ich es gelesen habe. So, ich habe es gelesen. Ist hier noch irgendetwas? Fachzeitschrift für Elektronik? Lese ich die halt auch nochmal schnell. So. Einfach nur, damit wir uns da einig sind, ne, dass ich jetzt hier alles lese, was irgendwie mit Elektronik zu tun hat. Ich würde auch gerne gleich noch eine Dingens mitnehmen. Die heißt, noch ein Kabel oder sowas. Vielleicht muss ich es ja mit einem Kabel machen. So, dann lese ich auch noch die Fachzeitschrift für Elektronik 3. Habe ich jetzt auch keinen Stress mit. Oder eine kürzere Folge dadurch, ne? So, jetzt haben wir hier diese ganzen Fachzeitschriften für Elektronik gelesen. Wir wissen jetzt sehr viel über Elektronik, aber was wahrscheinlich keine Rolle spielen wird. Es wird keine Rolle spielen, ist so meine Vermutung. So, jetzt gucken wir nochmal hier. Hier haben wir Draht. Ich habe doch sicherlich irgendwo Kabel. Wahrscheinlich hier. Da, Kabel. Ich habe 12 Kabel. Ich nehme jetzt 12 Kabel mit, Freunde. Wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht. Jetzt mal den Hammer noch da und die Säge. Die Säge gehört hier eigentlich gar nicht rein. Die habe ich jetzt hier natürlich großartigerweise falsch da reingetan. So, was haben wir noch? Also ich habe jetzt jede Menge Kabel dabei. Das unbrauchbare Holz schmeiße ich jetzt mal irgendwo draußen neben den Grill.
Oder vielleicht sogar auf den Grill? Vielleicht muss ich das ja sogar so machen. Ist nur eine Vermutung. Wissen tue ich es nicht. Das kommt da rein. Die Dosen schmeiße ich wieder da hinten in die Ecke. So, und jetzt gucken wir mal, Freunde. Jetzt sehen wir auch wieder mehr. Wir sind hungrig, aber ist mir egal. Also, wie gesagt, ich will das eigentlich nur rauskriegen, ne? Wie das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, warum es nicht funktioniert. Gut, das warum es nicht funktioniert, werde ich wahrscheinlich, wenn es nicht funktioniert, nicht rausfinden können. Echt jetzt? Das sind schon wieder 5. Und schon wieder 3. Also die Respawn-Rate kann auch ab einem gewissen Punkt ins Lächerliche abdriften. Sind wir mal ehrlich. Egal. Ich habe mir es ausgesucht mit Apokalypse. Ein bisschen blind, ich gebe es zu. Es ist bloß ziemlich heftig. Also ich hätte schon gern irgendwie so Zombie-Migration und Hordenbildung und so. Das finde ich ja ganz cool, aber sind die da rüber gewandert? Na, toll. Ich werde es erstmal mit der Pistole machen. Die sind mir nämlich jetzt hier hart im Weg. So, nochmal ein paar Schleichpunkte. Gerade eben schon, der hätte mich schon gesehen. Wow. Ah, okay. Ich dachte, ich könnte eiskalt stehen bleiben, aber so gut sind wir dann doch nicht. So. Die Munition haben wir nicht mehr. Okay. Ich glaube, damit ist die Waffe auch weitgehend leer. Ne, wir haben noch eine Patrone drin. Eine. Ja, perfekt für dich. Na toll. Erledigt. Ein Küchenmesser interessiert mich nicht. Ich interessiere mich nur für die guten Messer. Wo wir eine Sammlung haben. Wenn irgendwann jemals ein Überlebender zu mir kommt, kann ich ihm meine Messersammlung zeigen. So gut. Es geht einfach trotzdem nicht. Hier kann ich halt auch nichts interagieren. Ich schalte jetzt mal wieder an. Ist er jetzt an? Er ist an. Ach, jetzt! LOL! Okay, die Übersetzung ist einfach für den Fuß. Die Übersetzung... Oh Gott! Okay. Ja, ich gebe zu, darauf hätte man kommen können, aber ich bin ja auch drauf gekommen. Ey, die Übersetzung ist halt crap. Generator einschalten, steht da. Es müsste halt heißen, Generator verbinden. Ja, der steht jetzt hier schon richtig. Es ist halt einfach die falsche Bezeichnung, Leute. Okay, was soll's. Wir haben das Ding verbunden und damit ist gut. Jetzt funktioniert's. Oh, okay, also da hat mir jetzt echt die Übersetzung. Weißt du, ich schalte den Generator schon ein und ich höre nichts. Und ich denke mir, okay, vielleicht hat der Generator keinen Sound. Dass dann aber dann halt nochmal einschalten dran steht, das habe ich einfach jetzt erst nicht gesehen. Okay, alles gut, wir haben sie hingekriegt. Das ist das Wichtigste. Wir haben unsere Konnektivität.
Und mehr wollte ich gar nicht. Na, eine Sache will ich aber dann doch noch. Ich möchte diese Zombies hier loswerden. Wow. Und schon hat es mich halt gehört, ne? Es ist tendenziell nicht das Hören, was das Problem ist, habe ich so das Gefühl. Ja, zwei direkt nebeneinander ist ungünstig. So, down sind sie. Auch schon wieder drei. Sag mal, wo kommt ihr denn her? Ich habe gestern aufgeräumt. Und guck mal, auf welche Distanz sie mich sehen. Man sich halt das Schleichen echt sparen, ey, ich sag's euch. Oje. Na gut. We can do it. Oh, Vitamine nehme ich auch noch gerne mit. Sehr gut. Also, wir haben wieder Benzin. Wir brauchen eigentlich jetzt noch mehr, wie heißt's, solche Kanister. Ich möchte die Kanister auf jeden Fall hier noch mehr welche sammeln. Ich werde auch jetzt diesen Kanister ins Auto, ins Handschuhfach legen, als Ersatzkanister. Nur für den Fall, dass wir mal irgendwo liegen bleiben. Das wäre in meinen Augen jetzt hier eigentlich so der sinnvolle Weg. So, genau, jetzt können wir nämlich hier tanken. Kraftstoff hinzufügen. Haben wir nämlich auch schon einiges verbraucht, habe ich so den Eindruck. Wahrscheinlich dann komplett leer jetzt schon, oder? Wow, okay, das Ding ist komplett leer. Ja, dann, ich pack mal den Kanister hinten drauf. Ich bin auch im Überlegen, was wir jetzt machen. Wir haben ja hier schon... Wobei, wir könnten uns erstmal nochmal waschen, ne? Regentonne waschen. Alle Kleidung. Komm, wir machen mal alle Kleidung. Das haben wir schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gemacht. So, können wir uns jetzt noch waschen? Jawohl, uns selber. Mal wieder waschen. Seit langer, langer Zeit waschen wir uns mal wieder. Wir sind wieder eingesaut von oben bis unten. So. Das haben wir auch gemacht. Jetzt sind wir endlich mal wieder sauber. Unsere Klamotten sind vielleicht nass. Aber die werden auch wieder trocken. So, das heißt allerdings jetzt auch, dass unsere Waffe, die wir jetzt hier dabei hatten, die ist jetzt erstmal weitgehend verbraucht, ne? Denn wir haben, glaube ich, keine einzige 38er mehr. Ah doch, wir haben noch ein paar 38er, wie ich gerade sehe. Lade ich die gerade nochmal nach. Okay, was ist mit diesem M26 Revolver? Ich weiß nicht, was ich von dem zu halten habe. Dann Glasfaservollschaft. Das ist diese andere Pistole. Zustand Schaden. Der Schaden ist so mittel. Wir haben halt sehr viel 9 mm. Also wirklich sehr viel 9 mm. Was ist das für eine Pistole? Eine DE, die ist schon ziemlich schlecht. M19, das ist so die bessere 9 mm. Ich nehme mal gerade eben mal einen jetzt hier am Halfter links annehmen. Jetzt nehme ich auch mal die Waffe jetzt hier zur Hand. Hat das Ding Magazin auswerfen, okay. Was für ein Magazin ist das? Dieses 45 ACP, okay. Magazin einfügen. Das ist also nicht die Waffe, die ich will.
Ich will tatsächlich die 9 mm, weil wir davon so viel Munition haben. Dann nehme ich jetzt hier eine mit einem guten Zustand. Anbringen, Halfter links. Dann kann ich das hier wieder zumachen. Ist hier noch irgendwas drin? Hier sind, glaube ich, nur die Gewehre drin. Genau. Dann wie viel 9 mm? Wir haben hier 22 9 mm. Kann ich irgendetwas an die 9 mm anbauen? Lass mal gucken, ob das geht. Ich weiß auch nicht, ob ich es im Inventar haben muss. Spanne. Waffengurt. Kann montiert werden. Schrotflinte. Patronengürtel. Mündungsbremse. Kann am Schrotflinte. Laserzielhilfe. 9 mm Pistole. Nehmen. Wo ist das Ding jetzt? Find's nicht. Da, Laserzielhilfe. Kann es sein, dass ich einfach noch zu schlecht dafür bin, um das zu benutzen? Frag für einen Freund. Kann montiert werden. Oder ich brauche vielleicht eine Waffen. Ihr wisst schon. Ey, guck mal, wie viel 9 mm ich habe. Ich habe hier 22. Hier habe ich noch, wie viele 9 mm? Ich habe so viele von diesen Dingern. Ganz im Ernst, es macht eigentlich keinen Sinn, dass die einzeln hier rumliegen und die Munition auch einzeln hier rumliegt. Ich werde jetzt mir hier mal ganz hardcore, stopp, die Munition auspacken. Geh mal darüber. Hunde. Alle. So, und jetzt laden wir die alle. Das bringt uns wahrscheinlich auch beim Nachladen weiter. Aber das dauert halt einfach. Und laden. Und laden. Und laden. 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 Wisst ihr, was bringen mir unvorbereitete Magazine? Die bringen mir gar nichts. Jedes Ding bringt mir gerade eben einen Punkt. Alle meine Magazine jetzt aber mal laden, ne? Das Ding ist schon voll, das werde ich jetzt hier gerade eben fast schon am Entladen. Also nochmal die restlichen 10 hier rein. So, okay. Das Ding ist jetzt geladen. Perfekt. Ich werde jetzt eines davon. Ne, es ist schon. Die sind schon drin, okay. Was wiegen die jetzt? 0,35. Die wiegen schon ein bisschen was. Jetzt haben wir noch hier ein paar 9 mm Patronen. Die können wir jetzt alle wieder in Schachteln packen. Und wieder aufräumen. So, aber jetzt haben wir die immerhin schon mal vorbereitet, Freunde, ne? Also, pack die jetzt hier mal wieder rein. Ordnung muss sein. So, jetzt kommen die ganzen 9 mm Dinger da oben rein. Denselben Spaß machen wir jetzt hier mit den 45 ACP. Und den 308ern gleich. Aber jetzt fangen wir mal mit den 45 ACPs an. Davon haben wir nämlich auch eine ganze Menge. Hier, ja, das reicht wahrscheinlich schon. Alle, wir nehmen sie jetzt erstmal einzeln. So, also, wir laden. Laden, laden und laden. So, sind die nämlich auch geladen und fertig und können aufgeräumt werden.
Die 45 ACP kommen da unten wieder rein. Dann kommt ihr auch wieder da rein, einzeln. Dann die 38er, wie gesagt, die lasse ich nochmal. Jetzt brauche ich die 308er. Weiß jetzt nicht, wie viele von diesen 308ern hier wirklich laden muss. Oh, das sind sogar eine 20. Das ist krass. Okay, das ist krasser als gedacht. Das sind die großen 308er Magazine. Die sind fürs Gewehr. Das ist cool. Ey, ohne Witz, ich bin hier für den Krieg vorbereitet. 1, 2, 3, 4, 5. Tu mal raus und tu mal raus. Können weitermachen. Laden. 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 Wird eh nicht reichen. Aber so kommen wir jetzt hier mit dem Laden weiter, wie ihr seht, ne? Geht hier ganz gut ab. Ist nicht jeder, der hier einen Punkt bringt. Irgendwie so alle paar bekomme ich einen Punkt. Muss ich jetzt hier gleich nochmal eine auspacken. Und jetzt können wir weitermachen. Das letzte. Oh, das ist jetzt. Das ist jetzt das erste, was für das Scharfschützengewehr ist. Interessant. Das Komische ist, das Spiel ordnet die trotzdem, wie ihr seht, unter derselben Kategorie. Das ist ein bisschen missverständlich. Dann kommen jetzt hier noch die 44er Magnums. Genau, weil davon muss ich ja auch welche mit rübernehmen. Die Schachteln ACP kommen da wieder rein. Die 308er kommen da wieder rein. Jetzt brauche ich wahrscheinlich nicht so viele Magnums. Nehme erstmal nur eine. Und lade sie da rein. Ja, da passen nur 8 rein, pro. Ist, glaube ich, für die Desert Eagle oder sowas kann das sein. Ich glaube, ich habe aber gar keine. Hey, krass. Ah, ne. Das hat trotzdem nicht mehr reingepasst. Okay, also die 44er-Patronen kommen da wieder rein. Dann kommt ihr da oben wieder rein. Zap, zap. So, die sind jetzt alle geladen. Wirklich jedes einzelne davon. Das finde ich schon mal jetzt fantastisch. Bei den Pistolen. Was? Ich werde doch die Pistolen erstmal jetzt hier entladen und werde einfach nochmal ihre ganzen Magazine entnehmen. Magazin auswerfen. Und Magazin auswerfen. Dann kommt die Pistole da wieder rein. Und die Pistole da auch. Dann möchte ich nämlich tatsächlich auch die gefüllt haben. Nochmal die 45er. Eine auspacken. Und laden. Gut. Weil ich werde ja nicht mit beliebig vielen von denen jetzt hier rumrennen. Ich nehme nochmal die 45 ACP und mache daraus jetzt wieder ein Päckchen. So. So. Dann gucken wir mal, also hier haben wir ja keine mehr drin. Da oben haben wir das jetzt gemacht mit den Pistolen. Das MSR-Gewehr, das sollte ich mir auch nochmal hier genauer anschauen. Da ist auch ein. Ah, da ist kein Magazin drin. Perfekt, komm, dann tun wir nämlich da dieses eine Dreier-Magazin rein. Magazin einfügen. So, dann ist nämlich das hier schon mal geregelt. Muss ich bloß das Gewehr finden, da ist es.
Kann ich da irgendwas ranbauen? Ist jetzt nicht. Hier vielleicht so eine Vierfachoptik nehmen. Also ich nehme mal an, dass ich dafür irgendwie ein Skill brauche, irgendwie ein Waffenmagazin oder so, das ich nicht habe. Okay. Dann kommt das MSR da rein. In seinem Fall ist es in Ordnung, dass es geladen ist. Dann brauche ich die ganzen M9s. Und werfe denen jetzt hier auch ihre Patronen aus. Okay. Ich muss das bei jeder einzelnen machen, ne? Hallo? Magazin auswerfen. Magazin auswerfen. Magazin auswerfen. Ich betrachte dann nämlich diese anderen M9s nur noch als Reparaturquelle für die anderen. Oder für die Haupt-M9. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte nur gucken. Magazin einfügen. Magazin einfügen, Magazin einfügen. Okay, perfekt. Das heißt, ihr kommt jetzt hier wieder rüber. Eins, zwei, drei, vier. Aber ich habe gesehen, dass ich da noch andere habe. Ne, das ist jetzt meine eigene M. Also, ich habe nochmal drei Stück Magazine dadurch jetzt bekommen. Also brauche ich nochmal ein oder zwei Schachteln. Einmal. Zweimal. Dann laden wir das nach. Oh, die ist voll. Geil. Das ist ja super. Okay. Das heißt, ihr kommt auch mal da rein. Eins, zwei, drei. Das heißt, wir haben schon 12 Magazine dieser Art. Okay. 9 mm darüber. Darüber. Dann haben wir das hier alles gemacht. Dann haben wir hier noch, also wie gesagt, die 4 mm sind jetzt leer. Die Revolver sind mir egal. Hat, oh, warte mal, da hat sogar noch eine Patrone drin. Hat auch noch Patronen drin. Also gut, ihr werdet jetzt hier erstmal entladen. Okay, du kommst jetzt hier wieder rein. 5 von 5. Wo ist der andere? Da ist er. Ist leer. Gut. Warum habe ich dich da noch? Kommst auch noch da drüben rein. Dann seid ihr noch dran. Und du. Also gut, Magazin einfügen muss ich nicht. Magazin einfügen muss ich nicht. Magazin auswerfen. So, ihr kommt jetzt schon wieder da drüben hin. Das Ding hat kein Magazin. Okay, hat sich das schon mal erledigt. Auch die 38er Spezial, die haben wir, glaube ich, gar nicht. Dann wieder nochmal so ein 45er ACP. Davon haben wir aber noch genug. Moment. Der ist schon voll. Na dann. Dann hat sich's erledigt. Sehr gut. Also, wir haben das jetzt mit allen Pistolen gemacht. Wie sieht es mit den Gewehren aus? Ich habe jetzt hier nochmal zwei von diesen Gewehren. Will ich auch nochmal kurz mal gucken, ob da nochmal Ersatzmagazine bei sind. Magazin auswerfen, perfekt. Magazin einfügen. Okay, die haben beide keine Magazine. Jetzt mehr.
Das ist dieses Sturmgewehr, das hole ich mal da auch kurz mal raus. So, dann kann ich nämlich jetzt hier nochmal die 308er holen. Das eine Magazin hier. Dann, wisst ihr was, ich tue das hier aufteilen, weil dann kommt das Magazin hier halt noch da rein zu den Gewehrsachen. Euch, das Sturmgewehr muss ich erstmal das Magazin auswerfen. Und wo ist es, das Magazin? Da, genau. Zwei Patronen einladen. Dann Magazin einfügen. Jetzt haben wir das Sturmgewehr am Start. Die Pistole kann auch noch aufgeräumt werden, stelle ich gerade fest. Die Munition für das Teil hier räume ich kurz mal auf. Das Ding ist in einem Top-Zustand, wie man sieht. Eine mittlere Reichweite. Das sieht auf jeden Fall schon mal ganz gut aus. Okay, und jetzt haben wir dann nur noch die Schrote hier. Da ist Munition drin, die kann ich rausnehmen. Weil wenn, dann arbeite ich mit der Doppelläufigen. Ist das Ding nicht entladen? Doch. Wollte gerade schon fragen. Rotflinte. Die Doppelläufige ist aber auch schon ziemlich im Eimer. Gerade sehe ich da nicht mehr. Bin dem echt nicht sicher. Egal, es ist schon wieder 0 Uhr, Freunde. Wir müssen beenden. Wir machen ein andermal weiter. Unserem Kollegen geht es schon eigentlich ziemlich schlecht. Er ist schon richtig hungrig. Dem gönne ich jetzt hier mehrere Granola-Bars. So zwei oder drei. Und dann hauen wir uns hin, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Haben wir jetzt alles gegessen? Nee, noch nicht. Um einen essen wir noch. Sehr gelangweilt und müde. Ja, aber immerhin ist jetzt die Müdigkeit weg. Die Hungrigkeit weg. Also, danke für eure Aufmerksamkeit, meine lieben Freunde. Bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit, ne? Dann werden wir noch mal ein bisschen rumorganisieren. Wir haben endlich Sprit. Gut, tschüss und ade.